Das oh mein Partner, Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Präsentiert uns das neue Auto, anscheinend was über eine halbe Million Euro kostet. Was geht denn da ab? 600 PS, 900 Newtonmetern, du hörst gar nichts. Eigentlich hast du ein bisschen das Gefühl, du müsst die Schuhe ausziehen. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich. Was für ein Riesenschiff, oder? Was für ein Riesenschiff. Willkommen zu einem neuen Video und heute gehen wir gemeinsam mal wieder ein bisschen in die Welt des Luxus, Leute. Wir haben einen Rolls-Royce und zwar die SUV-Variante bei Rolls-Royce, nämlich den Cullinan am Start in der wahrscheinlich coolsten Ausführung, die ihr ihn gibt, nämlich in Black Badge. Black Badge, das heißt nicht zwingend, dass er schwarz ist, wie ihr seht. Ne? Wir haben ihn hier in Grau. Aber eine schöne Farbe. Normal, ich bin nicht so ein Riesenfan von Grau, aber das finde ich, sieht schon schön aus. Es heißt, dass sehr, sehr viele Elemente in Schwarz sind und halt dieses, sag ich mal, dieser klassische Look vom Rolls-Royce ein bisschen frecher wird. Ne? Also man möchte damit, sagt man, eine jüngere Zielgruppe erreichen. Zumindest wird er so angeboten. Ne? Man kann ihn schon ein bisschen günstiger bestellen. Es gibt allerdings nicht so viele. Der ist bereitgestellt von Black Fox. Vielen Dank an der Stelle. Und ich glaube, 465 netto ist er jetzt gerade noch zu haben. Also das ist schon auch für eine jüngere Zielgruppe, glaube ich, geisteskrank viel Geld. Es hat gerade jemand geschrieben, dass es den Blurred Euro jetzt gibt. Ey, was? Alter, was? Den gibt's jetzt, oder was? Das gibt's doch nicht. Aber, ja, ist trotzdem... Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier, werde ich aber ein bisschen wild hier. Ist trotzdem ein Jetzt reicht's mir langsam! Kann ich kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist! Was willst du machen? Aber ist trotzdem auf jeden Fall eine Menge Geld. So, wir checken das Auto heute mal gemeinsam ab. Ich bin ihn selber noch nicht gefahren. Finde ja persönlich, er ist sehr... Also er ist ein bisschen klobig. Ich finde, in Schwarz kommt er geiler, weil das nimmt so ein bisschen diese... Ja, dieses Klobige so ein bisschen weg, ne? Lässt die Kanten ein bisschen mehr verschwinden. Also man muss es, glaube ich, optisch schon mögen, aber was man natürlich kriegt, ist die Rolls-Royce-typische Optik. Beim Black Badge ist die Emily in Schwarz, das finde ich, kommt immer sehr, sehr geil. Ne? Das steht ihm schon sehr gut, also diese ganze Kombination hier, Grau und Schwarz, sehr frech. Vorne viele schwarze Details, ein Chrom-Grill, aber eben, ne, ihr seht das schon, das ist schon hier, oh, das ist schon... Riesending. Sehr kantig alles. Der hier hat jetzt noch so einen roten Streifen hier mit drauf foliert. Ja, ist ganz nett. Ne? Ist doch ganz nett. Generell sieht man auch viel das Rolls-Royce-Logo, das muss man mal, auch mal erwähnen. Ne? Man hat es hier in den Lichtern zum Beispiel mit drin. Man hat es natürlich vorne, man hat es hier an der Felge. Das sind 22 Zoll. Es gibt auch noch die Möglichkeit, natürlich den auf 23 Zoll zu stellen. Da haben wir nochmal das Logo. Also insgesamt... glaube ich, erkennt man definitiv, dass es ein Rolls-Royce ist. Ich finde ihn von hinten, na, wenn wir hier mal von hinten drauf schauen, muss ich jetzt sagen, ist nicht so super geil. Also trifft jetzt meinen Geschmack nicht so krass. Ja, ich finde, es ist wirklich alles... Ist jetzt bis, also, da fehlt irgendwie hier noch so eine... Also irgendwas fehlt da. Es sieht alles ein bisschen sehr clean aus. Von vorne irgendwie cooler. Ist ein bisschen na, sehr, sehr kantig. Abgasanlage, wenn man hier mal... Die Lichter sind zu klein im Verhältnis zu dem Rest, ne? Aber gut, ich meine... Gemeinsam hinschauen. Rolls-Royce will ja, sag ich mal, soundtechnisch eigentlich gar nicht immer so auf die Kacke hauen. Schaut auch so ein bisschen... geht so aus, ne? Also... Ja. Von hinten nicht ganz so hundertprozentig mein Fall, aber auch hier Rolls-Royce-Logo auch hier wieder. Da fehlt der Sylt-Aufkleber. Stimmt, da fehlt hier der Sylt-Aufkleber. Stimmt. Ja, ne? In den Lichtern mit drin, also es ist schon überall auf jeden Fall vertreten. Aber ich finde generell beim Rolls-Royce ist ja das, wo es spannender wird und wo es geiler wird, der Innenraum. Ne? Also wenn man hier jetzt mal die Türen aufmacht und ich mache mal bewusst beide auf, erstmal gehen die auf wie Butter. Also das ist so ein hammergeiles Gefühl, wenn du hier diese Tür aufmachst, die ist so richtig smooth und leicht und dann schaut das natürlich im ersten Blick. Ja, damit kann man schon arbeiten. Richtig, ne? Gut aus, oder? Ja, ja, schon, ja, ja. Also das finde ich schon richtig frech. Er ist jetzt zwar vom Innenraum echt spannend. Das ist nämlich in so einem... Was ist das? Petrol, Himmelblau. Mit Blaustich? Blaustich, ja. Ja, also ganz schwer zu sagen, was für eine Farbe es ist. So ganz leichter Blaustich auf jeden Fall. Und er hat ausstattungstechnisch hier auch jede Menge mit drin. Also das hier ist natürlich schon etwas, was Rolls-Royce ausmacht. Verarbeitung, Feeling, hammermäßig. Lass erstmal hinten einsteigen. Das ist
ist natürlich schon, also eins muss man sagen, was Rolls-Royce schon kann, ist Feeling, ist schon was Spezielles hier. Das fängt schon wieder damit an, dass hier... Teuersten Fußmann der Welt. Das ist so was von weich, wenn du hier hinlangst und wenn du hier draufsteigst. Du willst eigentlich hast du ein bisschen das Gefühl, du müsst die Schuhe ausziehen. So sitzt man hier drin. Das ist der Blick nach vorne. Er sollte mal zeigen, wie man den Beifahrersitz so nach vorne klappen kann, wenn das geht. Natürlich auch ein Sternenhimmel mit drin, mit jeder Menge Sternen verbaut. Da gibt es auch Sternschnuppen. Vielleicht erwischen wir mal eine, dann wünschen wir uns auf jeden Fall was. Also der Innenraum auf jeden Fall sehr luxuriös alles. Und dementsprechend dachte ich mir heute, muss ich auch am Outfit da was Luxuriöses mir ans Handgelenk hängen, nämlich eine Rolex Daytona. Ist bestimmt dem einen oder anderen von euch aufgefallen. Die hier ist jetzt schwarz mit schwarzem Ziffernblatt. Mega geile Uhr, natürlich auch im Rennsport sehr bekannt. Ey, also wenn jetzt der auch noch Werbung für Chronex macht, dann fall ich um. Wenn jetzt er auch noch einen Code raushaut, dann kippe ich um. Ich bin ein sehr großer Fan von dieser Uhr. Und die wiederum ist von Chronex. Oh mein Gott. Jeder kommt mit diesem 50-Euro-Gutschein. Oh mein Gott. Okay. Jeder, der Collector, das bestellt diese Uhr und bekommt 50 Euro. Alter Schwede. Okay. Des heutigen Videos, die haben online eine riesige Auswahl an Luxusuhren. Da gibt es über 7000 Uhren von 49 Marken, unter anderem eben auch die hier. Ne? Also die kann man sich da auswählen und bestellen. Das Coole ist, du kannst online das bestellen, du kannst es dir aber auch in eine Chronex Lounge schicken lassen, dort anschauen. Alle Uhren sind echt, werden zertifiziert, kommen mit 24 Monaten Garantie. Also da weiß man einfach, dass man was seriös. Code blenden wir euch ein und verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Falls ihr euch entscheidet, bei Chronex mit meinem Code eine Uhr zu kaufen, vielleicht seid ihr heute mal gut drauf und gönnt euch mal richtig was, dann könnt ihr euch damit noch ein bisschen Rabatt holen. Und ja, vielleicht habt ihr dann auch bald mal was richtig Schönes am Handgelenk. Jetzt machen wir auf jeden Fall weiter hier mit unserem Luxustag, dem Rolls-Royce. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal Zeit für einen schönen Carporn. Und dann schmeißen wir das Ding auch mal an, weil Daniel hier ist schon Code, ein relativ stimmt, dicker Motor unter der Haube. Und ich bin sehr gespannt auf das Fahrgefühl. Jetzt Attacke, wir starten. Jetzt müssen wir eine Runde damit drehen. So, da wir bei Rolls-Royce sind und es heute um Luxus geht, möchte ich euch natürlich auch noch so ein bisschen diese kleinen Luxus-Features zeigen, die das Auto hat. Zum einen, natürlich für schlechtes Wetter wichtig, der Regenschirm. Den haben wir auch bestellt. Der ist schweineteuer, den sollte man nie verlieren. Und am besten. Ich habe den bestellt als Musterteil hier. Warte, ich zeige euch die mal. Aber ist gut gemacht, guter Regenschirm. Wir haben den bestellt mal, um zu sehen, wie so das aussieht. Ne? Hier hat man das Rolls-Royce-Logo und dieser Mechanismus. So ist die Entsicherung. Und dann kann man hier über so ein, ich weiß nicht, das muss innen drin irgendwelche so Zahnräder müssen da sein, weil dieser Mechanismus hier geht so leicht. Und guckt euch mal an, diese Distanz, die man zurücksetzt. Also da muss irgendeine Übersetzung drin sein, die das Ding, und zack, ist das Ding offen. Einfach so. Also muss ich auch sagen, hier Spitze und so ist jetzt, ja klar, hier oben jetzt. Aber ja, müssen wir mal gucken, ne? Kann man auf jeden Fall einige Elemente mitnehmen, die hier sehr, sehr elegant und charmant lösen, ne? Ich glaube, der hat gekostet 600-700 Euro oder so. Ich weiß es aber nicht, 600-700 Euro oder 800 Euro, irgendwie sowas, ich weiß. Aber ja, so sieht das aus, ne? Wir haben auch, glaube ich, diejenigen gefunden, die den produzieren. 96, sagt Mietzent, ja, du, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht bezahlt. Also ich habe es schon bezahlt, aber nicht bestellt. Auch sich nicht klauen lassen, aber einfach cool, ne? Kennt man bei Rolls-Royce, zackalacka, hier schön einmal rausfahren lassen. Falls es regnet, bist du hier versorgt. So, kann man wieder sauber reinstecken. Dann etwas, das ich auch sehr, sehr cool finde. Schaut mal gut zu. Man kann nämlich einfach die Türen nice. So zumachen. Wow, sehr elegant. Bin ich ein sehr großer Fan von. Nice. Zack. Cool. Beides zu, wenig Anstrengung, easy. So, und auch für hinten, Kofferraum, zeigen wir euch einmal, wie das hier ausschaut. So geht das obere Stück auf und so ein Knopf das untere. Jetzt ist es so, man kann gegen Aufpreis, nämlich für schlappe 25.000 Euro, sich hier hinten auch noch zwei Campingstühle mit einem Tisch in der Mitte mit dazu bestellen. Ah, wir blenden euch mal das Bild ein. Das hat man nicht. Ich glaube nicht, dass das so, also ich würde es auch nicht machen. Das irgendwie, wer soll da sitzen? Also. Ist hier nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt braucht, für 25.000 Euro hier so sitzen. So sitzt nice man einfach hier so. Auch nicht, ja. Trinkst hier so ein Käffchen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? So, machen wir das wieder zu.
cool. Die ist elektrisch. Also ich bleib dabei, von hinten könnte es auch einfach ein Range Rover sein. Ne? Das ist so, hat nicht so viel Besonderes. Wir machen ihn aber jetzt mal an und machen trotzdem den Soundcheck, auch wenn es bei Rolls-Royce nicht zwingend um Sound geht. Achtung. Jetzt was, oder? Passiert da irgendwas? Geht so. Sehr dezent an. Denkt man wirklich nicht, ne? Also, das ist ein 12-Zylinder-Motor. Was mich auch komplett irritiert, muss ich sagen, ich sehe keine Drehzahl hier. Also, du hast einfach keine Anzeige der Drehzahl. Wenn man das gewohnt ist, du willst so Gas geben, hast du hier nicht. Nicht vorhanden. Also, alles ein bisschen anders. Aber macht nichts. Jetzt fahren wir mal los. Jetzt schauen wir mal, wie es sich anfühlt. Dieses Feeling des Autos. Ja, das wird natürlich sehr gemütliches Fahrverhalten sein. Ne? So, dann biegen wir hier doch gleich mal rechts ab hier. Was auch geil ist wie laut dieser Blinker schon allein ist. Ne? Dieses Vintage-Gefühl einzuvermitteln. So ein lauter Blinker. Es ist ein ganz, ganz eigenes Fahrgefühl, das kann ich euch sagen. Man hat echt das Gefühl, du schwebst hier in diesem Auto vor dich hin. Er wirkt unfassbar groß. Also man hat von hier oben, wenn man so auf diese Haube raufschaut, echt das Gefühl, das ist ein riesiges Auto. Fühlt sich auch sehr breit irgendwie an. Ja, ist auch breit. Die Motorhaube ist echt krank. Die ist crazy, oder? Also wenn da vorne so einfach das Logo so haust, das ist schon... Schaut riesengroß aus irgendwie, ne? Übel, ja. Wie fühlt sich das so an? Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade noch, stimmt, guck mal, die Sitze, dass ich gar nicht so gut einschätzen kann. Die Sitze sind hier in der die Größe vom Auto. Also schweben wir mal hier, schweben wir mal auf die Autobahn hoch. Alles butterweich, ne? Butterweich. Du hast hier keine Einstellungen wie Sport oder irgendetwas in der Form. Nee, das ist hier einfach nur zum Dahingleiten. Du hast auch überhaupt nicht das Gefühl, dass du hier 12 Zylinder verbaut hast. Leute, 12 Zylinder, 600 PS, 900 Newtonmetern, du hörst gar nichts. Es ist komplett leise. Vielleicht drücke ich jetzt einmal durch, vielleicht hören wir mal ein bisschen was. Ja. Geht auf jeden Fall nach vorne. Geh nach vorne, ja. Ich meine, es ist ja auch echt ein schweres Auto, darf man nicht vergessen. Dafür ist das echt alles cool, aber es ist ultra leise. Also so diese klassischen Dinge, die eigentlich man so aus Autos kennt, die hat man hier nicht. Und das ist ja, glaube ich, auch das Gute. Also Rolls-Royce muss sich ja auch anders positionieren. Wenn du jetzt nur das Gleiche machst wie die anderen, ist ja auch Schwachsinn. Das soll hier ja auch kein Rennfahrzeug sein oder kein Sportfahrzeug, sondern halt einfach das... die entspannteste Art und Weise und vielleicht auch die luxuriöseste, um hier so von A nach B zu kommen. Ne? Man sieht in der Anzeige keine Drehzahl, habe ich schon gesagt. Man sieht Power, ne? Hier Power Reserve in Prozent. Was heißt, wenn ich jetzt hier ans Gas gehe, zack, dann quasi zeigt er mir an, also es geht quasi rückwärts. Anstatt so anzuzeigen, wie viel Power der abruft, sagt er jetzt Power Reserve 100%. Das heißt, wenn ich jetzt voll durchdrücke, dann geht das Ding auf 0. Ah, okay. Auch irgendwie komisch so. Hey, was haben Sie sich dabei gedacht? Einfach mal rückwärts gemacht, das Ganze. So sieht der Schlüssel aus, für alle, die das auch mal sehen wollen. Ist okay, gar nicht so super spannend. Was ist das denn für ein Gameboy? Das ist einfach das Nokia 3710. Was ist das denn? Nee, ne? Also nichts atemberaubendes. Sollen wir einmal zur Allianz Arena reinfahren? Einfach mal so. Also auf Präsident machen, so vielleicht lassen wir uns unten in die Tiefgarage. Grüß Gott. Ja, ansonsten hat man hier noch eine kleine Uhr für den Beifahrer, ganz wichtig, ne, damit du auch immer genau weißt, wie spät es ist. Und hier eben auch sehr viel Carbon noch mit dabei. Ne? Also das ist ein Paket, das man dazu bestellen kann. Hat man hier sehr viel Carbon am Lenkrad. Also die Holz ganze Armatur ist eigentlich damit sozusagen bestückt. Was ich auch zum Beispiel crazy, also verrückt finde, ist, dass man eigentlich nicht in der Lage ist, eine Gradzahl hier einzustellen, sondern du hast einfach nur wie ich ganz... Ich habe schon gedacht, mir ist übel warm, aber ich wusste nicht, wie ich es verstellen soll. Ja, also du musst halt nach links viel blau, heißt kalt und das hier ist warm. Ach so, okay. Aber es ist ein Panzer, ne? Also die Kurven, ich meine, am Ende liegt der schon irgendwie ganz gut in der Kurve, ja. Aber es ist aber sehr weich halt, ne? Also du merkst halt so, das auch schon mal hier, wenn dann so, das ist alles so butterweich, das Auto, klar, Luftfederung, ne? Das hat alles versucht, das so ein bisschen smooth zu machen. Man kann hier jetzt noch die Höhe verstellen, also ich kann jetzt hier einen Knopf drücken, da geht er noch mal ein bisschen tiefer, glaube ich. Aber
und fühlt sich wie ein Panzer, ne? Ja, komplett. Das ist wirklich krass. Also ich habe das Gefühl, wenn einer auf das Auto schießen würde, das würde einfach zurückprallen, das Projektil. Boah, auch die alles ist einfach so weich, auch die Bremse und so, das ist alles so richtig chillig. Ich hoffe nur, dass einfach so eine Sternschnuppe jetzt hier so kommt, dass man nur was wünschen kann. So, gewichtstechnisch sind wir hier genauso wie preistechnisch wirklich im absoluten High-Level. 2660 Kilogramm wiegt dieses Fahrzeug. Das ist auch für die SUV-Klasse wirklich enorm viel, enorm viel. Und das spürt man schon, also im Sinne von, na, du merkst halt einfach, dass das hier ein Gerät ist, aber Rolls-Royce macht das immer ganz geil, eigentlich das alles zu kaschieren durch diese Federung, durch dieses ganze Feeling, durch auch diesen leisen Motor, der aber trotzdem schnell ist und Power hat. Also es ist einfach in ganz vielen Belangen ein ganz anderes Erlebnis, ein ganz anderes Gefühl. Hat schon was. Also ich kann schon verstehen, dass man es geil findet, wenn man Bock drauf hat. Auf jeden Fall. Wobei ich so sportliches Fahren auch ganz gut finde. Ich glaube, ich bin da auch auf deiner Seite. aber es wäre schon so, wenn man jetzt eine Family hat und so weiter und mit dem Auto irgendwo ankommt, ist halt schon ein absolutes Statement. Ne? Also, sorry, aber 500.000 Euro für einen Geländewagen, der dann wahrscheinlich in einem Jahr nur noch die Hälfte wert ist. Die Straße, das ist irgendwie schon... Es ist schon absurd irgendwie, ne? Ja. Also ich hab eher das Gefühl, ich fahre so einen kleinen Minibus fast schon. Ja. So, hallo, ich bin dann wieder da. Ah, nee, warte mal, das war nicht die coole Art und Weise zuzumachen, aber das ist ja natürlich schon... muss schon so machen, ne? Also Leute, Rolls-Royce, wahnsinniges Gefühl, Luxus pur, sehr teuer, sehr eigen, muss man Älteres ist auf jeden Fall cool, ne? Danke an Black Fox, dass wir es fahren durften. Ich persönlich, sage euch ja ehrlich, ich tendiere ja nach wie vor zu sowas. Klar, aber weißt du, die Sache ist, du brauchst beides. Du brauchst einfach beides. Du brauchst sowas, für alles gibt es eine, also du kannst auch nicht immer damit fahren. Aber ich meine, das ist auch sehr schön, ne? Du brauchst einfach beides. Das ist eine Geschmackssache, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Cool. Ja, also ist mal was anderes, ne? Ich meine, das liegt wahrscheinlich dann noch vor mir, das Kapitel mit solchen Autos. Aber cool. Also ist okay. Kann man machen. Ne?